Stichwort Aussteuerbarkeit eines Gerätes, Dynamik. Da seid ihr ja auch ziemlich weit in der Entwicklung, habt einen, ich will mal sagen, schon bahnbrechenden Weg gewählt, nämlich die Erhöhung der Betriebsspannung innerhalb eines Gerätes. Vielleicht müssen wir unseren Zuschauern auch ganz kurz hier im Expert-Talk erklären, was damit gemeint ist. Wir haben ja im Grunde genommen zwei wichtige Spannungsbereiche in einem Gerät. Das ist einmal die Betriebsspannung, die Versorgungsspannung, damit das Gerät überhaupt arbeiten kann, und die eigentliche Signalspannung. Wir reden also von einer Gleichspannungsversorgung und die Signalspannung als Wechselspannung, um das mal so zu sagen. Und es ist so, dass wir innerhalb der Betriebsspannungsgrenzen unsere Aussteuerung legen können. Das heißt, wenn wir herkömmlich nach den Broadcast-Regeln, nach EBU zum Beispiel, bei 22 dBU aussteuern, haben wir eine Spannung von ungefähr 9,8 Volt, sind es glaube ich, also ungefähr 10 Volt. Und wenn wir jetzt sagen, wir fahren mit deutlich mehr, sagen wir mal wie bei Focusrite, die bis 28 dBU meinetwegen fahren oder so, dass wir dann eben halt schon bei 20 Volt liegen. Ihr fahrt mit einer Betriebsspannung von 120 Volt. Also Headroom nach oben hin, bis der Arzt kommt, auf gut Deutsch gesagt. Wie seid ihr darauf gekommen, so etwas zu machen? Was war die Idee dahinter? Das ist eine Wolfgang-Idee gewesen. Das hat er schon 1995 gesagt. Hermann, wir müssen Grundlagen schaffen. Nur mit neuen Grundlagen können wir auch neue Ergebnisse und neue Ziele erreichen. Wenn wir das Gleiche verwenden, was alle anderen verwenden, und uns auf C-Bausteine verlassen, die haben sowieso ihr Limit da bei 24 dB. Also, Entschuldigung, bei 24 Volt Betriebsspannung, damit kann ich nicht mehr als ungefähr 26 dB Headroom rausholen. An der Stelle sollte man auch wissen, wenn man mit Geräten arbeitet, die mit Spannungsversorgungen arbeiten, sei es durch Steckernetzteile oder andere Dinge, die wirklich gering sind. Und ich habe da auch schon Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, ganz fürchterlich ist ja USB-Versorgung, nicht? Ja. Wo also dann zum Beispiel Grenzschalldruckpegel vom Mikrofon erheblich herabgesetzt werden, wenn die Versorgung nicht passt, ne? Was wenige wissen. Das ist ein Riesenproblem. Überhaupt Phantomspeisung in Geräten ist ein Riesenproblem. Die 48 Volt werden selten erreicht und sind fast nie stabil. Und was das für die Sauberkeit der Verarbeitung des Mikrofons bedeutet, ist wenigen klar. Also da muss man schon Sorgfalt hinlegen, damit man das Produkt, was man gekauft hat, sagen wir mal, man hat sich ein gutes Mikrofon gekauft mit einem Gerät, was auf diesen Punkten Defizite hat, dann ist es schwer, einen guten Sound aus einem guten Mikrofon rauszuholen. Dann kann man dem Mikrofon aber keine Schuld für zuweisen. Das gleiche gilt für andere Prozessinggeräte. Man muss einfach wissen, dass man mit plus minus 15 Volt, was so ein bisschen so der Normalfall ist, damit kann ich eigentlich verzerrungsfrei bis 20, 21 dB arbeiten. Das ist noch nicht rundfunktauglich. Ich muss eigentlich plus minus 18 fahren, damit ich auf 22 dB, vielleicht plus minus 20 bis 24 dB komme. Aber dann darüber hören alle IC-Technologien aus. Jetzt wird es eigentlich diskret. Das heißt, ich muss aus der IC-Komponente herausgehen und muss mir den Operationsverstärker aus einzelnen Transistoren aufbauen. Das haben wir auch schon früher gemacht mit dem Mixstream, mit den Gainstation Preamplifiern. Da haben wir uns Gainzellen gebaut und Vorverstärker gebaut, die arbeiten auf plus minus 30 Volt. Die liefern dann also ein 60 Volt Rail, so nennt das der Amerikaner, von der Schiene ein Rail. Damit erreicht man ungefähr 27 dB Übersteuerungsfestigkeit. Man muss wissen, dass diese dB-Skala logarithmisch ist. Was sich jetzt linear anhört und man denkt, ach, das ist ja gar nicht so viel mehr, bedeutet aber alle 6 dB eine komplette Verdopplung. Und was das heißt, ist brutal. Wenn wir jetzt also auf unsere 120 Volt Technik gehen, also ein 60 Volt Rail plus minus 60 Volt Gleichspannung, dann liegen wir bei 34 dB Headroom. Und das ist wiederum eine komplette Verdopplung zu dem, was vorher war. Um das jetzt mal in Zahlen zu bringen, Single to Noise ist für viele Rauschabstand ein bekannter Wert. Die besten Wandler liefern derzeit ungefähr 120 dB Single to Noise. Oder 124 dB, da können Sie im Augenblick hinkommen. Es gibt auch noch bessere Lösungen, die kommen auf 127 dB Single to Noise, sind aber auch nicht mehr als Einzelchip kaufbar, sondern sind schon DSP-Lösungen. Gut. Unsere Bausteine haben ein Single to Noise von 116 dB, analog 116 dB, aber liefern jetzt knappe 34 dB an Headroom. Das heißt, wir haben fast 150 dB Dynamikumfang. Das ist die Kerntechnologie, der Wolfgang
ans Laufen bekommen hat. Und ich denke, dass damit haben wir dann 1999, 2000 angefangen, die Mastering-Pulte zu bauen. Da war es noch sehr teuer für uns, das alles herzustellen. Die Pulte waren noch entsprechend teuer, aber Koryphäen wie damals das Galaxy war der erste Abnehmer mit Ronald Prent. Dann hat direkt danach Bob Ludwig gekauft vom Gateway Mastering und hat sich so eine Konsole bauen lassen. Dann haben wir in Fernost Konsolen verkauft, in Deutschland, in England, zu Simon Hayworth zum Beispiel, Skyline in Düsseldorf. Haben sich für diese Pulte entschieden, weil sie halt unendliche Dynamik liefern. Um jetzt zu sagen, was heißt denn hier unendlich? Wenn man Audio Precision Messsystem dranhängt, was derzeit sozusagen das Angesagteste ist, dann können wir mit einem voll ausgefahrenen Ausgang vom Audio Precision diesen Verstärker nicht übersteuern. Wir müssen diesen Ausgang noch um weitere 10 dB boosten, um diesen Operationsverstärker mal gerade an die Grenze der Übersteuerung zu bringen. Und was bringt es jetzt auf den, zum, what does it bring to the table, sagt der Amerikaner so gerne. Das ist jetzt eigentlich auch die wirklich gute Frage. Ich kann es eigentlich nur so formulieren, neben der Tatsache, dass es nicht verzerrt und nicht verzerrt werden kann, was auf der einen Seite schon mal ein super Punkt ist, es ist eine unglaubliche Gelassenheit dabei. Das mag jetzt für Audio-Leute schwer in akustische Phänomene. Oh, es knallt nicht oder wie auch immer. Wie soll ich das beschreiben? Und die Idee kommt von Wolfgang, das zu beschreiben. Er sagte, ich habe ihn auch angefangen zu fragen, sag mal, wie würdest du das jetzt aussuchen? Wie willst du das jemandem erklären, was du da treibst? Ja, er sagte immer, du hast eine gegebene Menge Wasser, ne? Und du kippst aus einem 10 Liter Eimer Wasser das durch ein normales 100er Rohr. Was passiert mit dem Wasser? Naja, das geht da durch und Turbulenzen und vermuschelt sich und kommt hinten nicht so raus, wie es reingekommen ist. Ja, jetzt mach das Rohr 3-4 Mal so groß und tust die gleiche Menge Wasser da rein. Wie kommt dein Wasser hinten raus? Fast so, wie das vorne reingekippt hast, weil ich da nichts verwirbeln kann. Genauso verhindert sich mit der Elektronik. Die wird auch gestresst, wenn sie an die Grenze kommt. Da verwirbeln sich auch die Phasenlagen, die Verzerrungs-Total-Harmonic Distortion, alles das ändert sich, muss mit beachtet werden und kann sich ändern. Wenn es nicht der Fall ist, tritt diese komplette Gelassenheit ein. Es ist ihm eigentlich egal, was sie ist, wie, ich würde mal sagen, wie beim Auto, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Also, wir könnten, glaube ich, noch Stunden über dieses Thema philosophieren. Das ist hochspannend. Ich habe zum Schluss noch eine Frage an den Musiker, an den Bassisten Hermann Gier. Weil ich weiß, dass Hermann auch ein passionierter Musiker ist. Das ist genau wie bei mir. Ich glaube, wir können sagen, für uns beide gilt, Music is our engine. Das treibt uns immer wieder an. Deswegen sitzen wir hier in diesem Lärmpegel und freuen uns jedes Mal, dass wir eigentlich hier sein dürfen. Weil es ist einfach nur geil. Ja? So, Hermann, du machst Musik, du bist Basser. Erzähl. Wie heißt die Kapelle? Ja, die Kapelle heißt Die Sklaven. Die Sklaven. Hammer. Wann habt ihr das letzte Mal gespielt? Gestern Abend. Gestern Abend? Hier auf der Messe? Nein, in Holland. Wo? In Holland. In Holland. Hat hier einen Riesenstand mit seiner Firma auf der Messe und spielt gestern mal eben in Holland. Mit wem? Gestern Abend haben wir Support gespielt für Manowar. Manowar? Ja. In Kerkrade war ich da, 4000 Leute oder so waren da. Das war schon ein echter Rock'n'Roll-Tag. Nachmittags von hier weg, rauf, Soundcheck, Gig, bisschen Konzert geschaut, wieder ins Auto, ab nach Frankfurt ins Hotel, 7 Uhr wieder raus und wieder auf die Messe. Rock'n'Roll! Das ist der absolute Hammer. Ich glaube, ein super Schlusswort von Hermann Gier. Chef der Firma SBL Sound Performance Laboratory, um das nochmal auszusprechen hier. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst hier und all unseren Zuschauern. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.